Hier bin ich wieder zurück. Jetzt gibt es den letzten und den fünften Erfolgsfaktor, vielleicht sogar den wichtigsten schlechthin. Und das ist der Erfolgsfaktor Mensch, Kommunikation. Ja. Denn besonders im Dialogmarketing, das sagt der Name ja schon, also Neukundenakquise per Telefon, ist der Dialog das Allerwichtigste. Ja. Und hier gibt es einige Faktoren oder einige Bereiche, wo ich auch erfahrungsgemäß immer wieder Diskrepanzen entstehen. Also Kommunikation Mensch zu Mensch. Ja. Erster Bereich, erster Punkt. Innerhalb des Teams habe ich jetzt eine größere Kampagne, ist es ein Team. Ja. Ein Agent oder ein Akquisiteur hat maximal 6 Stunden, 7, 8 Stunden Callzeit, aktive Callzeit pro Tag. Das heißt, wenn ich jetzt eine größere Kampagne starten möchte, also mehr in kürzerer Zeit oder mehrere Länder oder mehrere Verticals, mehrere Branchen, Nischen, was auch immer, dann brauche ich ein Team von Akquisiteuren, ja, oder Callcenter Agents. Und da ist es extrem wichtig, wie da die Kommunikation funktioniert. Ja. Und hier möchte ich einfach nur mal kurz ein kleines Topic herauspicken, und das ist das Topic, ein leidiges Topic, Vergütungsmodelle. Ja. Vergütungsmodelle können entweder stark geflattet sein, ja, also fixiert, ja, also feste Stundenlöhne, feste Tageslöhne, feste Monatslöhne, oder sehr, sehr stark provisioniert, also sehr stark erfolgsbasierend. Ja. Und beides hat Vor- und Nachteile. Klar, erfolgsbasierend ist die Motivation, wenn denn leider, würde ich mal sagen, nur das Geld zählt. Also wenn die Leute eigentlich sonst keine Vision haben oder keine Motivation, nur das Geld, ja, desto stärker der Fokus auf dem Geld, desto problematischer wird es bei einer rein provisionierten und erfolgsbasierten Vergütungsmodellen. Denn hier werden sich die Teams sehr leicht kannibalisieren. Hier besteht zumindest die Gefahr. Ja? Denn der Kuchen hat nur eine gewisse Größe, im B2B in der Regel sowieso. Ja? Und desto höher man da klettert vom Bereich, also vom B2B, B2C ins B2B, ja, desto weniger Accounts, desto weniger Accounts gibt es, desto kleiner ist letztendlich der Kuchen, ja, an Kontaktmöglichkeiten. Ja. Und früher oder später, wenn die Kampagne länger dauert, wird es hier vielleicht Probleme und Reibereien geben. Ja. Und wenn natürlich hier das Ganze nur geflattet ist, ja, könnt ihr vielleicht die Motivation darunter leiden. Ja. Und deswegen muss man hier ganz genau wissen, okay, was habe ich für Leute im Team, ja, wie ticken die, ja, und wie kann ich die noch motivieren, außer nur rein nur mit Geld. Ja. Habe ich vielleicht so eine geile Firma, vielleicht habe ich vielleicht ein tolles Produkt oder Dienstleistung, ja, wo man jetzt einfach hier we change the world, ja, we save the world, wie à la Steve Jobs, Apple oder Microsoft oder ja, was weiß ich, IBM, also interessante Produkte, ja, wo man leidenschaftlich ein bisschen mit dabei ist. Ja. Und das kann entscheidend dazu beitragen, dass hier die Kommunikation untereinander im Team, ja, besser ist und dadurch natürlich insgesamt, ja, viel besser Outperformance möglich ist. Ja. Der zweite Kommunikationsfaktor ist der Kommunikationsfaktor von den Akquisiteuren zum Kooperationspartner, also zum Auftraggeber und wieder zurück zum Endkunden. Ja. Also das ist natürlich ein Kommunikationsfluss, ja, wo natürlich entsprechend flüssig sein muss. Ja. Desto flüssiger der ist, ja, desto besser für alle Beteiligten. Ja. Denn, wie gesagt, so schön in der Flüsterpost, ja, also habe ich als Kind Kindergeburtstag immer gefeiert, haben wir das mal gespielt. Ja. Also waren wir nur so 10, 12, 20, 24 Kinder. Ja. Und jeder hat dem anderen was ins Flüsterpost. Ja, kennt doch jeder. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob man das heute noch spielt. Und letztendlich ist dann irgendein Murks rausgekommen, ja, weil eben der Zweite nicht das gehört hat, was der davor gehört hat, und dann der danach wieder nicht gehört hat, was der davor gehört, und immer nur weitersagen. Ja. Und ich denke, die Message ist ziemlich klar. Wenn ich jetzt von Endkunde zu Akquisiteur, zu Account Manager, zu
Kooperationspartner Marketing, von Kooperationspartner Marketing zu Sales Kooperationspartner, also Auftraggeber, dann ist es eine Riesenschleife und da geht natürlich gerne auch mal was verloren. Ja, so viel nur dazu, diese interne Kommunikation und diese cross-functional, ja, Kommunikation. Und ich hatte vorhin schon angedeutet bei der Kampagnenkonzeption, diesen Punkt möchte ich noch hinzufügen, das wäre dann Nummer, also wichtigster Punkt Nummer 3, was Kommunikation betrifft, das ist die Kommunikation zwischen den Abteilungen. Ja? Das habe ich aber schon ausführlich im Video Nummer 3 beschrieben, ja? Wo es um Konzeption ging. Ja, und das war es eigentlich mit meinen 5 Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Neukundenakquise per Telefon. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen wahnsinnigen Erfolg, ja, bei all euren Akquisevorhaben, ja, beruflich wie auch privat. Genau. Und damit verabschiede ich mich. Viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Abonniert mal meinen Kanal und bis dann. Tschüss. Euer Thomas Klein.